Guten Tag, liebe Zuschauer, zur ersten Ausgabe von MOOC3 im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie haben die Wünsche für einen guten Rutsch in der vergangenen Woche nicht allzu wörtlich genommen. Folgende Themen erwarten Sie heute unter anderem. Wir stellen Ihnen den Künstler vor, der die neuen Fenster für die Johanneskirche entwirft. Wir haben wieder zwei Ausstellungstipps für Sie. Und zum Schluss gibt es mal wieder ein paar historische Filmszenen. Viel Spaß in der kommenden Dreiviertelstunde. Die Johanneskirche ist die älteste Pfarrkirche Magdeburgs und neben dem Dom der größte Sakralbau der Stadt. Als Abschluss des Wiederaufbaus sollen die großen gotischen Fenster der Kirche nun eine künstlerisch gestaltete Verglasung erhalten. Dem Kuratorium für den Wiederaufbau der Kirche war von Beginn an klar, dass dabei etwas Außergewöhnliches entstehen müsse, um der Bedeutung der Kirche gerecht zu werden. Immerhin wurde die Johanneskirche durch die Predigt Martin Luthers am 26. Juni 1524 zum Ausgangspunkt der Reformation in Magdeburg. Außergewöhnliches kostet aber auch richtig Geld. Insgesamt werden für alle Fenster 1,3 Millionen Euro benötigt. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Stadtsparkasse Magdeburg gaben vor kurzem die Zusage, die Gestaltung der Fenster mit 200.000 Euro zu unterstützen. Voraussetzung sei allerdings, dass das Kuratorium selbst die Hälfte der Summe, also 100.000 Euro, einwirbt. Ein anspruchsvolles Vorhaben. Genauso anspruchsvoll wie die Gestaltung der Fenster selbst, die der renommierte Dresdner Künstler Max Ulich übernimmt und deren erste Entwürfe im Rahmen der Veranstaltung nochmals vorgestellt wurden. Ulich hatte mit dem Auftrag erst gar nicht gerechnet. Ja, ich war natürlich überrascht, dass die Vorverführungen, die immer mal kamen, mich schon mal mit Glasfenstern zu befassen, das kam vor allen Dingen von Herrn Dr. Brülz, dass das Realität wurde. Das war eine große Überraschung. Ich habe Ihnen ja vorhin ausführlich dem ganzen Auditorium hier erzählt, dass ich sehr schnell darauf eingegangen bin und ziemlich schnell das, also in mein Arbeitsprogramm, in meine Vorstellung aufgenommen habe, vorgearbeitet habe und schon zum ersten Wiedertreffen hier in Magdeburg nicht mit leeren Händen kam. Ich habe zwar nicht die Sachen mitgehabt, aber ich hatte schon wesentlich gearbeitet. Eine ganze Anzahl von Entwürfen schon, von verschiedenen Ideen, wie man es ausführen könnte, was man machen könnte, schon viel Magdeburger Geschichte studiert. Ich hatte mir schon Bücher schicken lassen. Ich hatte von Herrn Olbricht einiges geschickt bekommen und habe intensiv gelesen. Und eine so alte, tolle Stadt. Und jedes Mal, wenn ich durch Magdeburg fuhr, gewesen bin ich hier nur mal in ganz frühen Jahren zu einer eigenen kleinen Ausstellung im Club Otto von Guericke, Ende der 60er Jahre, haben mich die beiden Türme außerordentlich berührt. Und ganz toll auch der Turm, Kloster unserer lieben Frauen, der romanische Turm mit diesem Fenster oben drin und dieser Spitze. Also ich hatte schon eine Beziehung und natürlich wusste ich auch von der Skulpturensammlung hier in dem Kloster unserer lieben Frauen. Und ab und zu habe ich mich durch Hinsenden einer Zeichnung auch mal beteiligt an Ausstellungen, wenn es einschlägig war. Denn Zeichnungen wurden hier auch in der Ostzeit ab und zu mal gezeigt. Ja. Das gleiche Schicksal Magdeburgs und Dresdens bei Kriegsende spielt bei seiner Arbeit auch eine gewisse Rolle. Ja, dass mindestens das Ende dieses, dass im Zweiten Weltkrieg beide Städte so schwere Zerstörungen hatten. Ich meine, ich habe die ja als Kind in Dresden auch intensivst miterlebt und kenne sowas und man vergisst sowas nie. Und wenn man eine andere Stadt kennenlernt oder besser kennenlernt und weiß, dass dasselbe passiert ist, werden die Bilder in einem voll lebendig und man weiß, was auch diese Menschen hier betroffen hat und diese Stadt. Ja. Beim Entwurf der Fenster meint man, dass Max Ulich nach mehreren Ideen beim Thema Vegetation und Landschaft hängen geblieben ist. Hängen geblieben ist, kann man nicht sagen. Ich habe erstmal, auch nachdem die Idee war, sehr, sehr viele
Bearbeitung anderer Bilder vorgenommen und versucht, das vorzuschlagen auch und vor mir selber auszuwählen. Ja. Also es war wirklich eine ganz lange Vorarbeit, liegt schon hinter dem, was Sie jetzt hier sehen. Wobei ich sagen muss, so gut wie das hier gemacht ist, die Farben sind bei den Ausdrucken nicht intensiv gekommen. Ich habe da noch andere Vorstellungen. Ja. Also wie es in Wirklichkeit wird und wie, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich von vornherein durch die Beratung des Chefs der ausführenden Firma weiß, wie sehr unterschiedlich das Licht im Durchscheinen von der Farbkraft etwas wegnehmen kann. Das einfache Experiment ist das, wenn man mit der gleichen Einstellung im Computer, wo so etwas gescannt ist, ja, mit dem gleichen Ausdruck auf Papier geht und auf transparentes Material, dann ist der Unterschied unglaublich groß. Auf Papier ist das dickdeckend farbstark und dieselbe Druckeinstellung auf Transparenz ist zu hell. Also man muss da nachgeben und so muss man dann auch jetzt in der Ausführung Acht haben und arbeiten. Und das ist natürlich eine komplizierte handwerkliche Sache auch, weil die direkt aufgetragenen Farben werden ja nach dem Brennen ganz andere. Sie nehmen ein Braun und haben am nächsten Tag ein helles Gelb, wenn das über Nacht im Brennofen war. Oder Sie kriegen ein Violett und den nächsten Morgen ist es ein Rot, ja, und so weiter und so weiter. Und damit muss man sich natürlich als Quereinsteiger sozusagen auseinandersetzen. Aber es ist ja auch wiederum so, es ist ja Absicht von den Kunst- und Kulturförderern, nicht nur die anerkannten Routiniers, die immer Glasfenster gemacht haben in ihrem Leben, sondern aus der freien Kunst welche zu werben. Ja? Und der Schritt, den man machen muss, die Anstrengung, die ist viel größer, aber die Intensität ist auch wahrscheinlich größer, als wenn etwas Routine ist. Und hoffen wir, dass daraus das Beste wird. Ja, ich bin ja schon voll da drin. Ja. Ja, Sie erwähnten schon die ausführenden Firmen. Wer sind denn Ihre Partner nachher hier? Das ist das Glasstudio Derricks, wie das jetzt heißt, in Taunusstein-Wehlen, was aber seit 1908, das Familienunternehmen, hat den Titel Päpstliche Glaskunstanstalt. Das haben meines Wissens nur zwei Unternehmen in Deutschland. Es gibt noch eine in München. Ja. Wann wird denn jetzt die eigentliche Arbeit beginnen am Glas? Vor der eigentlichen Arbeit am Glas, außer den Probefeldern, die hier schon sind, und ich habe ja schon zwei intensive Aufenthalte in der Werkstatt hinter mir, beginnt die Arbeit zunächst mal mit dem Zeichnen gleich großer Kartons mit diesen Fenstern. Die Fenster werden nochmal neu genau ausgemessen und danach werden in der Werkstatt genaue Kartons ausgedruckt. Und diese, ich räume meinen längsten Raum aus, muss den ausräumen lassen und auf dem Boden kann ich 13 Meter ausrollen und dann geht die Arbeit, die Zeichnungsarbeit intensiv los. Hier muss noch vieles bearbeitet werden. Es ist vor allen Dingen, müssen die Bleistrukturen in unterschiedlicher Stärke eingezeichnet werden, bis in dünn an die Ränder, wo das verankert wird. Die Bleiglasflächen sind kleiner als die Segmente der Fenster. Das kompliziert die Sache enorm. Und ich habe außerdem auch genau die unterschiedlichen Bleistärken, die ich verwendet wünsche, immer zu beschriften. Und dann auch sogenannte Durchbrüche, also kleine Weißformen in diesen Fenstern, in diesen Zeichnungen, zunächst mal in diesen Schwarz-Weißen, die ja nicht ganz schwarz werden, wie ich dann hinten auch erläutern werde. Und die werden auch nicht auf ganz weiß gedruckt, sondern, nein, nicht gedruckt werden sie ja sowieso nicht. Die werden nicht darauf geschaffen, sondern das Glas, wir haben Gläser ausgesucht, die nicht total durchscheinend sind und eine gewisse Modulation haben. Ja. Das ist alles schon durch verschiedene Überlegungen und Proben gegangen. Und ja, also da das
da die Formate für das Bleiglas kleiner sind, muss der Zuschnitt der unregelmäßigen Teile, wo die Bleigrenzen sind, das ist also ein wirklich kompliziertes Spiel. Und außerdem überzeichne ich diese Entwürfe nochmal insofern, als hier manche Dinge nicht so günstig an den senkrechten, ich sag mal so, kleben. Ja? Also die Formen müssen organisch über das Ganze hinauswachsen, weil es vegetative Formen sind. Aber alle diese verwendeten Formen haben einen Ursprung in Zeichnungen und Werken, die absolut glückliche und für mich immer, man kann immer nur sagen, relative, gelungene Situationen sind. Insofern bin ich zuversichtlich und ich muss mich streng an das halten, was ich da mit der äußersten Konzentration hervorgebracht habe. In früheren Jahren, worauf das Ganze natürlich fußt, da müssen die Erfahrungen der bisherigen Lebensarbeit einfließen in so ein Großprojekt. Ja? Ganz klar, das ist keine Sache von heute auf morgen. Ja? Aber möglichst auch hintereinander weg. Denn also man weiß nie, nicht? Man weiß nie, wie lange man da ist. Ich bin 76, schon drüber, nicht? Da kann man nur hoffen, dass das Kuratorium das Geld schnell zusammenbekommt. Das hoffe ich auch. Ich hoffe vor allen Dingen, dass es am Ende den Magdeburgern und vielen, vielen anderen etwas geben kann. Und das ganz Tolle ist, dass man ein solches Projekt als ein einheitliches eine einheitliche Gestaltungsaufgabe übernehmen kann. Das ist das Tolle, ja. Mit einer kleinen Weihnachtsbescherung bedachte der Verein Tieranker bedürftige Tierfreunde aus Magdeburg. Der Beitrag sollte eigentlich schon in der vorigen Sendung kommen, aber die war schon fertig, als der Weihnachtsmann in der Ackerstraße auftauchte. Der half mit seiner weiblichen Begleitung dann natürlich beim Geschenkeverteilen. Doch schon Stunden zuvor gab es genug Arbeit für die Vereinsmitglieder. Am Mittag begann man mit den letzten Vorbereitungen und dem Aufbau. Es wurden Tische, Stühle, Pavillons und Bänke aufgebaut und aufgestellt, Kabel gezogen, Strahler montiert, die Geschenke vorbereitet, der Punsch heiß gemacht, Kaffee gekocht und alles weihnachtlich dekoriert. Kurzfristig bekam der Verein auch eine Gulaschkanone gespendet, an der es für jeden Erbsensuppe und Würstchen gab. Selbst aus Düsseldorf reiste ein Ehepaar an und brachte Spenden mit. Als die Ausgabe zur normalen Öffnungszeit begann, hatte sich schon eine lange Schlange gebildet. Denn diesmal wurde wegen des Jahreswechsels Futter für 4 Wochen ausgegeben. Es wurden also alle Hände gebraucht. Die Kunden der Tafel hatten ganz schön zu schleppen. Zumal der Verein an den Tagen vorher sogar noch Katzenleckerlis gespendet bekam. Unterstützung können alle Tierfreunde bekommen, die einen Hartz-IV-Bescheid oder Magdeburg-Pass vorweisen können oder Grundsicherung bekommen. Am Geschenketisch konnten viele Wünsche erfüllt werden. Am schönsten waren dabei die liebevoll verpackten Geschenke, die von Mitgliedern des Hundesportvereins Burg individuell verpackt worden waren. In den Geschenkepaketen waren Decken oder Körbchen, Spielzeug für Hunde und Katzen und Futter für jeden Tierfreund genau das, was er benötigte. So manchem von ihnen standen die Tränen in den Augen. Selbst am Tage der Bescherung vor dem Weihnachtswochenende kamen noch viele Spender mit tollen Mitbringseln zur Ausgabestelle. Es gab nach Aussage des Vereins sehr berührende Momente, bei denen auch den Mitgliedern manches Mal die Tränen in den Augen standen. Der Verein Tieranker möchte sich bei allen bedanken, die in diesem turbulenten und nicht immer einfachen Jahr zu ihm gestanden haben. Das gilt auch für die Familien der Helfer, ohne deren Verständnis die Arbeit des Vereins nicht möglich wäre. Hat sie, glaube ich, drin. Habt ihr nicht weiter für Sam? Ein Augenblick, ein Augenblick. Alles gut. Wunderschön. Sie bleiben schön gesund. Danke, Sie recht auch. Vielen Dank. Ich hoffe, dass ich erfahren darf. Danke, ich hier auch mal. Das kann ich anhören. Ein relativ gut erhaltener Teil der Magdeburger Festung ist der Rovelon 2 an der Westfront hinter der Weinbachstraße. Vor kurzem bestand die Gelegenheit, die alten Gemäuer näher in Augenschein zu nehmen.
Kurz zur Erläuterung. Der Ravelin II, also der dem Kavalier 5 vorgelagerte westlichste Teil der Festung, ist von der Maybachstraße aus zu erreichen. Seine Spitze verlor der Ravelin II beim Bau des Magdeburger Rings, aber seine Kehlkasematte ist weitgehend erhalten. Viele Magdeburger nutzten kurz vor Weihnachten die Möglichkeit, sich diesen Teil der Festungsanlage einmal näher anzuschauen. Die Fachgruppe Festungsanlagen im Kultur- und Heimatverein hatte dazu eingeladen. Deren Mitglieder wollen das Kavalier 5 wieder herrichten. Als einen ersten Schritt wollte man den Magdeburgern, die sich da noch nicht so genau auskennen, die Kehlkasematte einmal von innen zeigen. Wer wollte, konnte ein wenig durch die alten Festungsmauern flanieren. Die Fachgruppe Festungsanlagen will möglichst viele Teile der Festungsanlage zwischen Maybachstraße und dem Magdeburger Ring wieder herrichten. Die Anlage soll schrittweise zum Mittelpunkt der Festungsfreunde werden und mit einer ständigen Ausstellung Touristen und Interessierten einen unmittelbaren Eindruck von der Festungsgeschichte der Stadt Magdeburg vermitteln. Dazu wurde von der Fachgruppe ein Konzept entwickelt, das Führungen, Vorträge, Treffen mit den Festungsvereinen anderer Städte und vor allem auch kulturelle Veranstaltungen beinhaltet, wie uns Rüdiger Stefanek, der Leiter der Fachgruppe, erläuterte. Dazu müssen aber erst einmal die Gebäude gesichert und ein ungefährlicher Zugang für Besucher hergestellt werden. Der Weg neben der Künette ist bekanntlich seit längerem gesperrt. Wichtig wäre auch die Wiederherstellung der Zugbrücke zwischen dem Ravelin und der Doppelkaponiere des Kavaliers als Verbindungselement zur Kehlkasematte. Im Bereich der Brücke könnte man nach Aussage von Rüdiger Stefanek eine Besuchertribüne oder eine Bühne für Theateraufführungen installieren. Klar ist den Festungsfreunden, dass für die Rekonstruktion und Gestaltung der Bauwerke ein langer Atem nötig sein wird. Sprich, es wird eine Menge Geld benötigt. Zur Einwerbung der Eigenmittel soll ein Förderverein gegründet werden. Außerdem muss noch ein Vertrag zwischen der Stadt, der das Gelände gehört, und der Fachgruppe zur Überlassung der Gebäude geschlossen werden. Und vor allem muss der Vandalismus eingedämmt werden. Erste Gespräche zwischen Vertretern der Stadt und der Fachgruppe mit Vertretern aus anderen Festungsstädten, wie zum Beispiel Erfurt, wie man solche Vorhaben stemmen könnte, fanden vor wenigen Tagen statt. Der Anfang scheint also gemacht. Kurz vor Jahresende gab das bekannte Popduo Cora ein kurzes Konzert auf dem historischen Weihnachtsmarkt. Wir waren mit einer kleinen Kamera am Ort des Geschehens. Rund 100 Zuschauer hatten sich vor der kleinen Bühne eingefunden, um den beiden Musikerinnen zuzujubeln. Aber es dürften weitaus mehr gewesen sein, die den beiden, die seinerzeit mit dem Dauerbrenner Amsterdam die Hitparaden stürmten, mehr oder weniger lauschten. Logisch, dass dieser Titel nicht fehlte. I'm
Wir wussten, dass Liebe ist unsterblich. Wir schon. Weißt du noch? Wir waren so blind vertraut. Haben Luftschlüsse gebaut. Wir hielten unsere Flügel an den Wänden. Über den Bäumen, über die Sterne, heller Scheiben. Sich die Liebenden vereinen. Was gar nicht schuld und keine Reue gibt. Über den Wolken, wo die Seelen sich verbinden, die Verlorenen sich lieben, haben die Ewigkeit in die Wand. Weißt du nur, die Farbe dort am Wandwerk. Träume kommen, Träume hin. Du bist jung, hast dich, du kannst es nicht sehen. Dann fällt sie, steht nicht still. Und sie gibt nicht hin. War das, was man will? War das, was man will? War das, was man will, lieber Chor? Ja, genau, das meine ich mit Schwammwerden. Die Hände gehen jetzt alle mal hoch von allen. Alle Hände. Was sind jetzt die Hälfte? Alle! Träume kommen, Träume hin. Du bist jung, du bist hier. Du kannst es nicht sehen. Deine Fantasie steht nicht still. Und sie geht nicht hin. Doch das, was man will. Hilflos wie ein Blatt im Wind. Wenn die Träume schon verloren sind. Keine Ahnung, die dich geschätzt. Berge und Berge auf. Wenn du fällst, bist du, dann steh wieder auf. Liebe kommt und Liebe hängt. Und es tut so weh, weil man's nicht versteht. Hilflos wie ein Blatt im Wind. Weil die Träume schon verloren sind. Deine Flügel sperren in mir. Und ich weiß, das geht vorbei. Gib mir die Hand, Christina. Und wir eine Weile. Kommst du spielen, dich erheben. Über Zeit und Raum. Gib mir die Hand, Christina. Und wir eine in der Ferne, hol dir deinen Traum. Tanz den Tanz auf hohen. Zum Abschluss gab es die Möglichkeit, CDs und Fanartikel von Cora und natürlich Autogramme zu erwerben. Das ließen sich die ganz harten Fans nicht entgehen. Den kompletten 50-minütigen Auftritt von Cora können Sie im Internet sehen. Geben Sie einfach die eingeblendete Adresse in Ihren Browser ein. Viel Spaß! Als erste Ausstellung im neuen Jahr präsentiert Jürgen Hähnel in der Kunstwerkstatt im Buckauer Engpass den Berliner Künstler Michael Lauterbach. Dessen Arbeiten erzeugen mit klaren, farbigen Flächen die Illusion räumlicher Tiefe auf der Leinwand. Dabei gilt Lauterbachs Interesse ebenso komplexen geometrischen Konstruktionen wie dem Ausloten optischer Wahrnehmung. Rechte Winkel und parallele Linien finden sich dabei kaum. Sein Faible für die geometrischen Figuren hat der Maler dabei schon vor langer Zeit entdeckt. Oh, das ist lange her. Also mindestens 20, 25 Jahre, würde ich sagen. Und meinen Sie nur mit diesen geometrischen Figuren oder haben Sie auch andere Stilarten, die Sie uns jetzt bis heute nicht zeigen? Na, im Prinzip ist das schon rein geometrisch. Also das ist so durchgekommen. Am Anfang waren es auch Bilder, wo so vereinzelt geometrische Sachen aufgetaucht sind und die habe ich dann im Prinzip rausgenommen und dann rein entwickelt. Also dass es rein geometrische Konstruktionen sind, ja. Und die anderen Sachen, sagen wir mal, ein bisschen jetzt verschüttet gegangen oder kommen die vielleicht im Laufe der Jahre wieder vor? Na, die werden eh nicht kommen. Das sind so Anfangswerke, die noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, sagen wir mal. Wo man den Stil noch ein bisschen sucht.
Ja, der ist so noch nicht vorhanden auf den alten Bildern. Und ja, jetzt sind schon so, es hat sich eine Stilrichtung entwickelt oder auch verschiedene Richtungen innerhalb. Also ich verfolge da verschiedene Bildkonzepte und ein Konzept ist, da kann man sagen, es gibt einmal die mehr flächigen Bilder und dann gibt es Bilder, wo man denkt, naja, wenn man sich länger drauf guckt, entsteht so ein 3D-Effekt. Der ist ja sicherlich gewollt. Das ist so die Entwicklung über die Jahre, dass es mehr zu diesen 3D-Bildern gegangen ist. Also die Anfänge waren so rein flächig und dann habe ich die Sache dahingehend entwickelt, dass eben so ein 3D-Effekt entsteht. So. Entsteht ja eigentlich vorher erst so ein bisschen im Kopf und wird dann zu Papier gebracht oder entsteht ja auch so ein bisschen erst beim Malen. Das hängt ja auch von den Farben ab. Na, prinzipiell gibt es meist eine Idee. Dann gibt es Vorzeichnungen und wenn die Zeichnung steht, dann geht es in die Farbe und dann verändert sich noch mal viel. Das sind es sind jeweils eigenständige Arbeitsphasen, einmal die Konstruktion und dann die Arbeit mit der Farbe. Also da entstehen immer Sachen und auch unerwartete Dinge bei der Arbeit und Farbe macht nochmal eine Menge, so ungefähr. Nun sieht man ja auf Ihren Bildern sehr viel grün- und blau-eitig Farben, die sich ja normalerweise beißen, wenn man es in der Schule immer so mitbekommt. Sie lockern die natürlich jetzt mit Rot ein bisschen auf, sodass der Kontrast nicht ganz so ungewöhnlich ist. Na, erstmal ist das Spiel zwischen Rot-Blau komplementär, also das Spiel mit der Tiefenwahrnehmung, weil Rot und Blau eben weit voneinander entfernt sind in der Farbskala und Blau und Grün ist so mein Tick. Also gemeinhin sagt man Grün und Blau und so weiter, passt nicht zusammen, aber das stört mich nicht weiter, also im Gegenteil. Die beweisen sozusagen ein bisschen das Gegenteil? Nein, ich brauche da nichts zu beweisen, sondern das ist halt eine Sache, die mir gefällt und wenn man sich umguckt, hat sich das ja auch durchgesetzt in den letzten Jahren. Also ich habe irgendwann angefangen und dachte mir, okay, Grün und Blau passt nicht zusammen, okay, ich mache es aber trotzdem einfach und wenn man jetzt durch die Welt geht, gibt es die Farbkombination mannigfach überall, Blau und Grün, so mittlerweile. Ist das eine Verkaufsausstellung, wenn ich es mitbekommen habe? Wie liegen so die Preise, wenn wir jetzt das hier hinter Ihnen sehen, das Bild ist ja eins der größeren, wie liegt da so der Preis, mal so für die Zuschauer? Für 2000 Euro zu haben. Die kleineren? Na, die kleineren entsprechend weniger im Verhältnis. Also das günstigste Bild kostet 180 Euro. Ja. Und schon so was für die nächste Zeit schon, weil wir näher weg sind, müssen wir ja ein bisschen was Neues machen wieder? Na, das Neue, was in Arbeit auch schon ist, das sehen wir jetzt nicht, das sind eben Spiralbilder, wie es da hinten hängt, also drei Rundspirale. Und da wird es eine Kombination geben aus diesem eher flächigen Bild und diesen eher räumlichen Bildern, genau. Das ist so der Plan, da bin ich jetzt gerade dran. Mal gespannt, was als nächstes kommt bei Ihnen. Die aktuelle Ausstellung kann noch bis zum 8. Februar in der Schönebecker Straße 25 besichtigt werden. Einer der Gäste des Neujahrsempfangs der gemeinsamen Stadtratsfraktion der Linken und der Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz war auch der Kabarettist Lars Johansen. Und obwohl die Stadtsparkasse Gastgeber war, kam sie nicht ungeschoren davon. Allerdings mehr die Stendaler Filiale. Fraktionsvorsitzender Frank Theile begrüßte die Gäste der Fraktion zum Neujahrsempfang 2014. In der Stadtsparkasse am Alten Markt fanden sich rund 100 Gäste ein, darunter auch 5 Beigeordnete der Stadt. Nach der Ansprache von Frank Theile übernahm Kugelblitz Lars Johansen das Wort. Hier ein kleiner Ausschnitt. Meine Damen und Herren, aber erstmal eine kurze Erklärung. Lieber Oliver Müller, Sie haben einen weisen Satz gesagt, den ich für alle noch einmal wiederholen möchte. Je größer die Bank, je teurer das Geld. Geld wird nicht teurer. Also das ist zwar schön, und ich meine, wir sind hier in der Sparkasse, und wir sind hier in der Sparkasse Magdeburg, nicht in Stendal, da mag das so sein. Da ist das so. Da sind wir hier nicht. Die Sparkasse hier ist schwer in Ordnung. Also ich sage nur Stendal, aber das sagte der Name schon, Altmark.
Nicht? Denen geht es nicht gut, die kriegen auch die A14 nicht, wie es aussieht. Obwohl man da wirklich sich, ich muss sagen, da ist in diesem Jahr sich so viel Mühe gegeben worden mit der A14. Diese ganzen Brücken für die Fledermäuse. Und so viele Fledermäuse, die mir persönlich gesagt haben, wir wollen eigentlich gar nicht über Brücken laufen. Können wir auch fliegen? Sind die Brücken überhaupt sicher? Was ist mit anderen Tieren, wenn so ein normales Rotwild vorbeikommt? Kann ich über die Brücke laufen? Da ist eine Fledermausbrücke, kommst du nicht rüber? Das ist ein bisschen schwierig, aber ist es jetzt so, das Gericht hat es auch beschlossen, erst wird man die A14 nicht gebaut, außer es ist komplett Fledermaus überbrückt und auch untertunnelt. Denn ein paar Fledermäuse dürfen auch unten durch. Außer es sind Hamster, dann gibt es wieder Hamsterbrücken. Also es hat jedes Tier seine Brücke. Ein paar Vögel haben auch angeblich Brücken, aber das im Gebiss oben, das ist was anderes. Den kompletten Auftritt von Lars Johansen können Sie im Internet über den Facebook-Account des offenen Kanals sehen. Scrollen Sie einfach ein paar Zentimeter runter bis zum 14. Januar. Viel Spaß! Als das Dresdner Bankhochhaus 1978 in Frankfurt am Main eingeweiht wurde, galt es mit seiner silbernen Aluminiumfassade und den abgerundeten Ecken als Inbegriff der Moderne. Der sogenannte Silver Tower war damals das höchste Gebäude Deutschlands. Als die Bank mit der Commerzbank fusionierte, schlug die große Stunde für Matthias hoch. 1958 in Radebeul geboren und jetzt in Leipzig lebend, kann Matthias Hoch als Chronist gelten. Denn seine Bilder offenbaren die Strukturen sozialer Räume und verdeutlichen damit das Verhältnis der Menschen zu ihrer selbst geschaffenen Umgebung. Chronist auch deshalb, weil diese Umgebung wie im Falle des Hochhauses gar nicht mehr existiert. Denn es vergeht nicht nur die Zeit, auch der Zeitgeschmack ändert sich. Und das in vielerlei Hinsicht. Im Falle des ehemaligen Bankhochhauses zeigen die Fotos das Ende einer Ära, Spuren einer Nutzung in verwaisten Räumen. Das macht diese Fotos so einzigartig. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, einem einfachen Hochhaus so viel Aufmerksamkeit zu schenken? Ich bin an Veränderungen interessiert und Fotografie. Seit ich begonnen habe, 1998 eine Serie über Bahnhöfe zu machen und gemerkt habe, ein Jahr später war die Wende, alles hatte sich komplett verändert. Seitdem bin ich interessiert, Veränderungen mit der Fotografie sichtbar zu machen. Als sich die Möglichkeit ergab, in diesem leerstehenden Bankhochhaus Spuren der Nutzung zu suchen und zu finden, dann war klar, das ist mein Thema. Es ist sicherlich auch nicht einfach gewesen, in dieses Gebäude reinzukommen, in alle Räume. Gab es da Schwierigkeiten? Kann man so sehen, weil der neue Eigentümer nicht unbedingt interessiert war, dass es da eine Arbeit gibt. Aber am Ende, wenn man hartnäckig ist, schafft man es. Mich interessiert, manchmal überlege ich mir, ich würde den Blick eines Außerirdischen einnehmen können. Also ich schaue auf die Dinge, die sich der Mensch gebaut hat, mit denen er sich umgibt, die urbane Landschaft, die Stadt. Und das ist ein Punkt, der mich sehr interessiert. Ich bin auch ein langsamer Arbeiter. Wenn sich eine Situation kulminiert auf einen bestimmten Punkt, dann bin ich oft zu langsam. Aber die Architektur steht still und da kann ich meine Bilder finden. Und ich versuche, sie zu transformieren zu einem Bild, was dann am Ende eine Bedeutungsfläche gibt, die der Betrachter selbst füllen kann. Dabei arbeite ich mit einer analogen Plattenkamera im Format 4x5 Inch auf Negativ wie vor 100 Jahren mit einem schwarzen Tuch, weil die Präzision, die ich auf diesem Negativ habe, immer noch, ich will nicht sagen unerreicht ist, aber die digitalen Möglichkeiten oder die Technik, die ich brauche, um ein gleichwertiges Ergebnis zu erreichen, die wären beachtlich. Eigentlich bin ich eher interessiert an gerade fertiggestellten Gebäuden ohne Benutzungsspuren. Das ist auch das, mit dem ich mich vorher beschäftigt habe. Ich habe eine Reihe von Bildern gemacht in Almere. Das ist eine Retortenstadt bei Amsterdam in Holland, wo einfach ein Stück des Meeres, also wurde ein Deich gebaut, trockengelegt und dann wurde einfach reißbrettartig eine neue Stadt entwickelt. Aber nach 3 Jahren der Auseinandersetzung mit diesen modellhaften neuen Dingen wollte ich gerne auch ein Stück Geschichte, also Spuren suchen und finden. Und da kam mir die Auseinandersetzung mit so einem leerstehenden Gebäude mit einer Geschichte
das war genau das Richtige. Weil das Leben besteht ja aus Veränderungen, auch mein. Und insofern habe ich mir da ein neues Thema gesucht. Aktuell, ich war im letzten Jahr 3 Monate in Japan. Ich hatte das Glück, ein Stipendium des Goethe-Instituts zu haben. War in Kyoto und bin zurückgekommen mit ganz vielen Bildern. Da ich mich aber jetzt mit Buch und Ausstellung beschäftigt habe, habe ich daran überhaupt noch gar nicht arbeiten können. Und ich freue mich darauf, ab nächste Woche mich mit den japanischen Bildern zu befassen und die auszuarbeiten. Insgesamt sind in der Ausstellung 25 Bilder bis zum 23. März zu sehen. 10 weitere Bilder aus demselben Zyklus kann man sich bis zum 27. April in der Städtischen Galerie Wolfsburg ansehen. Wer Auto- oder Bahnfahrt scheut, kann sich auch den Katalog zu dieser Bilderserie kaufen. Er ist für 25 Euro im Kunstmuseum Kloster unserer lieben Frauen erhältlich. Der Straßenbahnunfall am 17. Januar am Südring dürfte den meisten noch im Gedächtnis sein. Wir sprachen mit den Einsatzleitern und inzwischen gibt es auch erste Ermittlungsergebnisse. Am 17. Januar gegen 11.20 Uhr fuhr eine Bahn der Linie 1. Es war ausgerechnet Triebwagen 1373, der erste Wagen der letzten neuen Serie, der am 19. Juli 2012 feierlich im historischen Depot Sunburg eingeweiht wurde und der am 15. Dezember desselben Jahres die neue Strecke nach Reform einweihen durfte, auf einen gerade die Haltestelle Südring verlassenen Zug der Linie 5 mit Triebwagen 1316 auf. Können Sie uns ganz kurz 3-4 Sätze sagen, wie es zu dem Unfall gekommen ist? Ja, nach derzeitigem Stand gab es hier einen Zusammenschluss zwischen zweier Straßenbahnen, wobei die hintere von mir aus gesehen vermutlich auffuhr auf die stehende, leicht anfahrende Straßenbahn. Mehrere Verletzte, hoher Sachschaden, großes Verkehrschaos, derzeitiger Stand. Gut, danke. Fangen wir mal an mit dem Unfallhergang. Also nach gegenwärtigem Erkenntnisstand sind zwei Straßenbahnzüge zusammengestoßen. Offensichtlich ist ein Straßenbahnzug auf den anderen aufgefahren. Dabei gab es eine Reihe von verletzten Passagieren in der Straßenbahn. Diese wurden dann nach Alarmierung der Feuerwehr bereits betreut durch Kräfte des Rettungsdienstes und durch eintreffende Feuerwehrangehörige. Eine Person war leicht eingeklemmt, die wurde vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Rettungsdienst bereits aus dieser Zwangslage befreit. Alle Patienten, ca. 20 Patienten in der Größenordnung, dabei keine Schwerstverletzten und auch glücklicherweise keine Toten, sind mittlerweile in Rettungsfahrzeuge verladen worden und werden in kürzester Zeit in medizinische Einrichtungen verbracht. Wie viele Einsatzkräfte und woher sind hier gewesen? Grob. Es wurde feuerwehrmäßig waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr, die bei diesem Einsatz vor Ort kommen, im Einsatz in Größenordnung von etwa 35. Direkt in den Rettungseinsatz zunächst. Es wurde der Massenanfall von verletzten Personen in Größenordnung 50 ausgelöst und das ist ein unwahrscheinlich großer, hoher Aufwand von Kräften. Also alles, was in der Stadt Magdeburg zur Verfügung war und auch von benachbarten Landkreisen wurde zunächst angefordert, weil die Lage sich noch nicht klar ergeben hatte. Die Rettungshubschrauber ADAC und Christoph 36 haben wir gesehen, aber es gab noch einen dritten. Wo kam der her? Es war unser Rettungshubschrauber hier, der Christoph 36, und andere Rettungshubschrauber konnten zurückgeschickt werden. Ja. Wissen Sie, wie viele Kinder unter den Verletzten sind? Nein, habe ich keine Übersicht. Sind schwangere Personen dabei gewesen? Keine Angaben. Vielen Dank. Der beim Aufprall entgleiste Triebwagen 1373 wurde mit schwerer Spezialtechnik angehoben und wieder aufs Gleis gesetzt. Die größten Schäden waren im Triebwagen 1316 entstanden. Sprach die Polizei anfangs von einem Schaden von über 1 Million Euro, wurde dies später auf rund 500.000 korrigiert. Ging man zuerst von 24 Verletzten aus, korrigierten die Einsatzkräfte diese Zahl später auf 26, von denen 16 stationär aufgenommen werden mussten. Am schwersten verletzt wurde der 57-jährige Fahrer der zweiten Bahn, der eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr herausgeschnitten werden musste. Nachdem der Fahrer wenige Tage später befragt werden konnte, gab er an, dass ihm kurz vor dem Unfall schwarz vor Augen geworden sei. Ein technischer Defekt an der auffahrenden Bahn scheide aus, erklärten die Verkehrsbetriebe. Die Ermittlungen zur Unfallursache seien aber noch nicht abgeschlossen.
Die MVB entschuldigten sich bei allen Fahrgästen, die diesen tragischen Verkehrsunfall miterleben mussten, und sagten betroffenen Fahrgästen eine unbürokratische Unterstützung bei der Regulierung eventueller Schäden zu. Nach Beräumung der Unfallstelle verließen Triebwagen 1316, gezogen vom Arbeitswagen 802, und Triebwagen 1373 mit eigener Kraft um 14.10 Uhr die Unfallstelle in Richtung Hauptwerkstatt Brückfeld, wo sie hoffentlich bald wieder instand gesetzt werden können. Mittlerweile hat uns der Winter ja doch noch im Griff. Obgleich wohl so mancher schon glaubte, dieses Jahr fiele er aus. Wir wollen Sie mit dem letzten Beitrag aber schon mal an den Mai erinnern, gehen dafür aber rund 60 Jahre zurück. Diese Aufnahmen stellte uns Siegfried Goye zur Verfügung. Sie zeigen den Mai-Umzug in Bayerndorf in den 50er Jahren, ein bisschen drumherum und einige Fußballspiele. Vielleicht kann sich ja einer der Zuschauer auch noch an Details erinnern. Wenn ja, nehmen wir sie gerne entgegen. Das war die Urlaubsausgabe von MOH 3 im Januar. Wir sehen uns am 24. Februar wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss.